hier in Tigerfarm. Hallo. Du fährst gerade in die falsche Richtung. Wieso falsche Richtung? Ich komme zum Abdanken. Na, ja, auf der Seite ist das Rohr. Da komme ich ja nicht dran. Alter, das wird eine ganze Menge Stroh, die wir hier runterkriegen, gell? Eigentlich nicht. Denkst du nicht? Nee. Wird wahrscheinlich nur so eine Tonne sein. Pro Tonne. Ja. Eine Tonne pro Tonne, okay. Das ist meistens ja so. Also eine Tonne Stroh ist auch eine Tonne im Ladewagen. Ja, ist meistens so. Ein Kilo Wasser ist auch gleich schwer wie ein Kilo Butter. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Was ist schwerer, ein Kilo Eisen oder ein Kilo Federn? Naja, kommt drauf an, ob das Eisen heiß ist oder kalt. Kalt. Naja, dann kommt's drauf an, ob die Federn mit oder ohne Federn sind. Was? Naja, mit Federn, verstehst du? Oder ob es nur in der Mitte der Stängel ist. Ja, die Federn sind mit Federn. Okay. Dann würde ich sagen, es ist gleich. Falsch. Ja. Ja, klar, ist falsch. Was denn sonst? Ja, was denn sonst? Die Big Pack Abfüllung funktioniert hier auch nicht, ja? Vermutlich. Sind ja alle Produktionen im Moment noch bei uns außer Kraft durch die dort fehlende Update. Dann kann ich jetzt nicht. Was denn? Brauchst du irgendwie Hilfe? Eigentlich nicht. Ich verstehe nur nicht, weshalb er nicht abtankt. Keine Einrichtung? Hm? Keine Spieleinrichtung? Was? Spieleinrichtung? Ja, mit Spielzeug. Hä? Ich verstehe nicht, was du meinst. Eine Einrichtung, wo Spielzeug drin ist und wo man spielen kann. Wie so mit so einem kleinen Holzeisenbahn und sowas. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Doch Spieleinrichtung. Warum mal kapierst du überhaupt was? Bin ich doof oder was? Anscheinend ja schön. Oh, was gibt's denn für Weizen? 736. Zu wenig. Hast du einen Plan, wie viel das maximal bringt? Oh. Auf jeden Fall, glaube ich, über 1200. Was? So viel? Ich bin mir nicht ganz so 1000% sicher. Nur zu 999%. Nur Kartoffeln sind auch noch da, nicht? Sind sie noch da? Ja, kann der nicht das Silo keine Kartoffeln lagern? Nee. Hast du probiert, gell? Sonst wären sie ja im Silo. Alter, der Kartoffelpreis ist jetzt bei 786. Das ist 150 mehr wie gestern Abend. Morgen. Mittag. Abendessen. Morgenessen, was? Und der Käse ist bei 2,8. Der Preis ist wirklich zum. Wie voll bist du? 40. Dein Tank ab. Mach was du willst. Sinn und Unsinn mancher Aktionen können wir nicht nachvollziehen. Und noch nicht mein Mütter-Eis machen können. Nee, wenn ich den ausgemacht hätte, wäre er explodiert. Man kennt ihn. So.
Hab mir nicht mal einen Baumstumpf. Ah. Wir hatten da waren ganz viele Baumstümpfe. Aber jetzt sind schon nicht mehr so viele. Wisst ihr, wenn man hier richtig arbeitet? Ich arbeite richtig. Noch keine Anstellung. Warum will der jetzt nicht hier? So, jetzt aber. Willst du nicht in die Spieleinrichtung? Alter. Wie alt war es nochmal? 6? 2. Oh, sorry. 32. Ich dachte 2. Warum geht denn der jetzt nicht weg? Arsch, wo bist du? Du sollst das doch in den Videos haben. Das gibt's doch immer ja nicht. Der will nicht. Doch, ich will. Das wollte ich jetzt nicht hin. Wieso? Ah, weggekriegt. Wieso muss man einfach ein bisschen rumspielen mit der Stubenfräse hier. Ist die immer noch in der Stube, die Stubenfräse? Was? Ist die Stubenfräse immer noch in der Stube? Ja, was? Du klingst abgehackt. Ey! Ja, was kann ich dafür, wenn du abgehackt klingst? Wirklich jetzt? Jetzt, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Was willst du sagen? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht mehr was. Was ist mit sagen? Ich verstehe dich nicht richtig. Versteht man nur die Hälfte, wenn der redet. Verstehst du, Schatz? Hallo. Ja, hallo. Was los? Ich war gar nicht abgehockt. Was du hockst? Ich war ja nicht abgehackt. Meine Stimme. Hast deine Finger abgehackt? Mann. Der Dieter ist halt ganz schwer zu verstehen, ne? Gar nicht. Ist ja wieder. Vielleicht ist gleich noch ein Disconnect besser. Ne? Hallo? Ding dong, die Post ist da. Na, jetzt geht's wieder. Komisch. Also manche Baumstümpfe, die sind schon doof. Klar, weil da hinten ja auch noch einer ist. Eine was? Weil der ja auch noch ein Baumstumpf ist. Ist einen halben Meter hinter einem Baum und dann fräst er immer. Mhm. Ist so schön. Nee, ist nicht. Warum ist es denn nicht schön? Das ist unrealistisch. Ja, das ist auch unrealistisch, dass man Baumstümpfe im Wald hat. Was? Das ist auch unrealistisch, wenn man Baumstümpfe im Feld hat. Nee. Doch. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in Südamerika sind und dort gerade ein Urwald abgebrannt wurde. Ja, schon wieder abdanken hier. Jetzt fährst du wieder in die falsche Richtung. Kann ich doch nicht abdanken. Bleib stehen. Hatte ich vor. Ja, ich weiß bei dir nie so recht. Deshalb habe ich es mal vorsichtig angemerkt.
Also, wenn wir davon ausgehen, dass in Südamerika ebenso ein Wald abgeholzt wurde, ne? Und die dann für ihre Kokosnussplantagen, damit sie Kokosöl produzieren können. Kokosnuss? Ja, Kokosöl, kennst du nicht? Kokosfett meine ich. Kokosfett. Oh, kannst du nicht den Motor ausmachen? Nee, kann ich nicht. Warum? Das ist ja umweltschonend. Ah ja, das weiß ich jetzt auch. Warum das Meinung zum Umweltschutz? Nö, das ist ein anderer. Da denken Sie einfach mal an unsere Ökopartei. Uff, Schwatzing, ne? Da müssen wir übrigens mal eine Gründungssitzung noch Ja, das müssen... Machen. Ja, das ist... Hm? Müssen wir in der nächsten Session mal machen. Also morgen. Ja, das werdet ihr diese Woche sehen. Diese Woche 14 Uhr. Jeden Tag, Montag bis Freitag. Um 19 Uhr die Höhe Bergmann. Exakt immer, Monsieur. Jo, also, ich bin aber kein Monsieur, tut mir leid. Bist du eine Madame oder was? Nee. Und bleib dort Spucke weg, ne? Ich bin. Also ich muss ja sagen, vorhin habe ich dich verarscht mit der schlechten. Jetzt probiert erst zu verarschen. Das ist ein bisschen zu viel verarschen. Ich glaube, da muss ich mal wieder eine Kündigung schreiben. So, habe ich gut gemacht hier. So, dann tue ich mal pflügen. Ei! Oh, da habe ich einen Baum vergessen. Muss ich doch gleich mal weiter. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht braucht der mal einen Psychiater. Du brauchst eine Spieleinrichtung. Verstehst du immer noch Ach, nicht, das ne? Ist das hier. Diese komische Futzel hier. Weißt du, ich habe dich nicht gehört. Hast du mich nicht gehört? Nee. Mich. Ups, geht nicht weg. Hallo. Hallo. Ich ruf mal nachher den Psychiater an, ne? Dass der mal bei dem Tischofarm vorbeifährt. Nein! Vielleicht nimmt er auch gleich mit dem grünen Wägelchen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber es könnte passieren. Und die beauftrage ich, dass die dich auch mitnehmen. Ja, könnte sein, dass die den wirklich mitnehmen. So, hätte ich hier. Das gehört übrigens nur. Ja, was? Das habe ich gehört, habe ich gesagt. Was? Das mit dem... Ich komme in die Psychiatrie und so. Nur in die Klapse. Man kann so ein bisschen Urlaub machen, ne? Mit Vollverpflegung. Ja, Urlaub. Schöner Urlaub. Ist Vollverpflegung. Kriegst du ein Bett, kriegst du Essen. Dreimal am Tag. Und du hast nette Gespräche mit Menschen. Mit dir. Naja, wenn du mich auch einweisen lässt, dann könnte es passieren, ne? Na klar, wir lassen uns beide in die gleiche Klinik einweisen. Ja, mei. Ins gleiche Zimmer. Okay. Hey! Ich glaube, der Tischer will mich umbringen. You are mobbing me! Nö. Doch! Was ist denn bei dir Mobbing? Also bei mir ist Mobbing, wenn ich den Stock nehme, unten den Mob dran mache und dann rumputz. Das ist bei mir Mobbing. Weil ich habe einen Mob und ich ing den. Die Folge musst du nennen, die Psychiatrie-Folge oder sowas. Ja, ich weiß dich eh, ist kein Problem. Ich meine, bei dir da oben gibt es bestimmt auch so ein Ding. So ein Zuchthaus, ne? So ein Zuchthaus!
Ja, May. Ah ja. So, ich bin bald fertig mit Mähen und du? Mit Pflügen. Ich bin auch gleich fertig. Mähen tun ja bekanntlich die Schafe. Der ist so schlecht. Warum? Der gehört zur Fachwitzkategorie. Alter, kennst du keine türkischen Rasenmäher? Also, ich kenne den wirklich nicht. Was für türkische Rasenmäher? Türkische Rasenmäher kennst du nicht? Nee. Na, Schafe. Alter. Was ist das? Türkische Rasenmäher. Oh Gott. Ich glaube, dass ich das damals wirklich von einem Türken gehört habe. Sehr wahrscheinlich. So, bin fertig und du bist noch nicht fertig, ja, weil du nicht arbeitest. Ups. Alter, ich habe alle Baumstümpfe weggemacht. Ja, ich bin gerade hier am... Ja, ich habe das ganze Feld abgeerntet. Ja, dann kannst du jetzt das Stroh noch runterholen. Oh. Kann ich mich noch irgendwie noch weiter ernten? Ich dachte, du bist fertig. Ja, bin ich. Aber und soll das letzte Stückchen pflügen, dann fahre ich das Stroh weg. Ja, okay. Voll? Ja, ist der schon weggegangen vom Dresche? Nein. Dann fahre ich nämlich das Stroh ab, aber erst in der nächsten Folge. Jetzt werde ich hier gerade nochmal aufräumen. Wir haben hier runtergekriegt, knapp 50k, gell? Hast du einen Aufräumfetisch? Nee, aber wir haben 50k Weizen gekriegt. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert auch so ein Weizenfetisch. Kann man Getreideschrot verkaufen? Ja. Nee, gell? Nee. Steht ja auch nicht in der Verkaufs... stehen schon da, aber mit keinen Verkaufsstellen. Ich könnte theoretisch welche hinzufügen. Wenn du willst. Seht ihr uns einfach in der XML. Was war das jetzt? Was? Irgendwas hat Dülung gemacht. Das habe ich auch gehört. Das war mein Handy. Lol, E-Mail bekommen. Ich wusste gar nicht, dass das dann so tut. So Leute, aber das war's von der heutigen Folge. Ruf Bergmann. Wenn es euch gefallen hat und ihr wirklich in die Psychiatrie müssen, dann Daumen nach oben. macht's gut, haut rein, bis morgen. Like geil. Ciao. So, tschüss. Tschüss. Tschüssi.